waren wir jetzt beim Museum. Ja, wie gesagt, durch das Update sind halt alle Sachen weg. Alles, was zu Legacy gehört, ist wieder aus unserem Inventar weg. Und wir müssen auch die ganzen Ausgrabungsstellen alle neu finden. Punkte neu sammeln. Aber das war es mir jetzt wert, das neuere Museum zu haben. Das ist nämlich hübscher und besser eingerichtet als das alte. Und ich hatte da jetzt ganz gut Glück, dass er das jetzt so akzeptiert hat. Und ja, dann habe ich noch ein paar Mods hinzugefügt. Wir können jetzt unter anderem auch springen, wenn wir sprinten. Das war mir zum Beispiel jetzt endlich mal wichtig, dass das mit reinkommt. Ja, pass auf, ich zeige euch das mal. Das Ding heißt Better Jumping. Das ist nicht zu übertrieben. Das heißt, ich habe bei normaler Gehweise die normale Sprunghöhe. Hier. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur, dass er ein Freund von euch sei. Das war's dann wohl. Ich muss los. So, Brief eines Freundes heißt immer, dass wir irgendein Wort der Macht finden können. So, guck mal ganz kurz. Also wie gesagt, wenn wir jetzt normal laufen. So, also wir haben so noch ganz normal normale Sprunghöhe, Sprungweite. So, wenn wir jetzt sprinten, kommen wir ein Stückchen höher, ungefähr 50% höher und ungefähr doppelt so weit. So, und das war mir wichtig, dass das funktioniert. So sollte das eigentlich sein. Ja, natürlich kann man jetzt noch mit ein paar anderen Mods oder Versorgung, dass man jetzt hier, so wie im Morrowind, denn sonst wohin springen kann, sonst wie hoch. Ja, komm. Aber das ist dann auch zu viel. Morrowind war ja am Ende schon lächerlich, da bist du ja dann, na komm. Du bist ja dann schon Treppen komplett hochgesprungen. Von unten bis oben. So, dieser Mod funktioniert scheinbar nicht bei dem Pferd. Okay. Was soll's. So. Ich werde hier mal ganz kurz speichern. Weil das Spiel neigt heute dazu, mir abzuschmieren, warum auch immer. So, ich bin der Meinung, mich zu erinnern, dass er im Dunkelwasserpass war. Und der ist da oben. Mal gucken, hier irgendwie den Berg hoch. Wie gesagt, das ist Dunkelwasserpass. Ich bin der Meinung, der ist dort. Ja, das auf der Karte ist, haben wir den eigentlich auch schon mal gefunden. Also müsste
müssten hier irgendwie rankommen. Frage ist jetzt, wo ist der? Ich würde sagen, wir nehmen einfach den hier. So. Dunkelwasserkreuzung. Dunkelwasserpass. Ja, so sieht es hier auch aus. So. Oh! Wieder eine Höhle mit den bunten Dingern oben an der Decke. Wir waren hier auch schon mal. Na, wer bist du denn? Wer bist du denn? So, und wenn die da sind, sind natürlich auch die Chauros nicht weit. Ich nenne sie aber Chauros für mich für zugesprochen. Wenn ihr meint, es wird anders gesprochen. Schreibt es mir in die Kommentare und ich werde es eventuell nicht lesen. So. Der Bolzen hin. Bolzen sind kostbar. Wenig mehr seht. Habe ich nicht gesagt, hier sind Chauros. Warum kämpfst du eigentlich nicht? Warum kämpft Farkas schon wieder nicht? Ich hab nur die Jagdbolzen? Ja, die machen ja auch keinen Schaden. Ich habe keine... Das kann aber nicht wahr sein. Komm, da knallen wir erstmal die... Oh, ist doch furchtbar. Ne, ich glaube, ich muss mal auf einen anderen... anderes Ding wechseln oder mir mal... Silberbolzen 220, das wäre Verschwendung für die normalen Leute. Ach, dann müssen wir es erstmal so lassen. Und dann mal bei Gelegenheit wirklich dafür sorgen, dass wir mehr Bolzen kriegen oder vielleicht doch mal wieder auf den Bogen wechseln. Und das natürlich jetzt blödsinnig wäre, weil wir fangen jetzt Dawnguard an. So, und gegen die Vampire müssen wir natürlich eine Armbrust nehmen, ist doch klar. Thank you.
Und hier ist wieder eine Karte mit dazwischen. So, ich habe eine Schicksalskarte, bla 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 bla. Kennen wir ja schon. So, haben wir unsere erste Karte wieder. Ach, da ist noch einer. Aufgepasst, Bruder. Hakas, kannst du bitte mal zuhauen? Ach, dann war das einfach nur, weil ihm der Kampfstil nicht gepasst hat. Okay. So, und wie gesagt, diese komischen Sachen hier, das sind keine Fehler, das ist so gewollt. Winziger sogar. Ach du Scheiße. So, und hier. Dann nehmen wir mal Azura Stern. Das soll. Ihr macht mich wütend! So, hier ist eine Fackel, eine Falltür. Und da unten steht jemand. Ja, ich würde sagen, das ist der, den wir suchen. So, wie kommt man da jetzt am dümmsten runter? Ah, ein Schalter. Okay. Immer in dunkle Nischen gucken. Hier ist eine Kiste. Okay. Hm? Wer seid ihr? Der Ketus aus Dunkelwasserkreuzung. Ich hätte es besser wissen sollen, als den ganzen Weg zu den Wasserfällen zu schwimmen. Bitte, holt mich hier raus. Bis zum nächsten Mal. Ihr braucht etwas? Ja, ich muss hier durch. Auf jeden Fall dran. Was? Ha! Ach, euch! Jetzt reicht es! Ihr seid so gut wie tot. Eine Spur von ihnen. Hm.
nehmen wir mal mit. So, jetzt werde ich hier mal anfangen. So. So, sehr schön. So, dann machen wir jetzt ganz vorsichtig weiter. Vor, Feuer zu machen? Nö, eigentlich nicht. Ich werde jetzt mal speichern, weil, ja, der Kitus ist ein wenig empfindlich. Ich will nicht, dass der drauf geht oder sowas. Aber auch zu. So. Aufgepasst, Bruder. Hingefallen. Wo ist denn jetzt hingefallen? So. Ich habe gar nicht mehr geguckt, was soll's. Ich nehme eh alles mit. So, nicht wundern, das Spiel leckt nicht, sondern ich bleib teilweise wirklich kurz stehen. Was ist das für ein Schalter? Okay. Okay. Nichtsdestotrotz ist der andere weggefallen. Warte, die hat kein Dings mehr. Zeit zu sterben. Yeah.
Oh Mann, ey. Schnellheilung, ich weiß, ich habe das auf Kurzwahl. Problem ist, er rüstet das immer nur auf einer Hand aus. Das. Schon. Wer hat hier nicht drauf? Ja. Genug. Genug. Ich ergebe mich. Ein Insekt zerquetscht. Ja. Ja. Was ist hier los? Hier ist eine Sackgasse offensichtlich. Aber das kann ja immer täuschen, das ist der selber. Vor allem, da ich ja immer wieder Schalter übersehe. Werden wir dann wieder hochgekommen. Ich wollte noch mal kurz gucken, ob jetzt irgendwo was liegt, was wir vergessen haben, übersehen haben. So, normalerweise wären wir ja hier hochgegangen. Sehe ich jetzt keinen. Ich werde mal ganz kurz speichern. So, da werde ich noch gucken, ob hier irgendwas drin ist. Ja!
darunter wollen wir nicht. Ja, ja, wir machen uns das auf den Weg. Wir bringen dich wieder nach Hause. So, wo waren wir jetzt gerade? Hier. Das ist auch kein Shelter, ne? Nee, sieht nicht danach aus. Nee, dass das hier irgendwie versteckte Türen gibt. Himmelsrand. Hier geht es auf jeden Fall nach draußen. Das müsste jetzt aber die obere Hälfte von dem Ding sein. Weil das ist ja ein Pass. So, und ein Pass heißt ja eigentlich, dass das eine Art Tunnel ist und irgendwo hinführt. Ja, danke. Bin draußen. So, und wir sind jetzt ein Stückchen weiter oben. So, und damit ist der Quest... Nein, schon mal. Und damit ist der Quest dann auch weg. So. So, als nächstes Stand von Barenzia habe ich jetzt noch mal geguckt, ohne dass wir schummeln, kriegen wir derzeit nicht alle. Weil ein paar sind, kriegt man halt nur, wenn man jetzt zum Beispiel das Haus in Einsamkeit kauft. Und, ja, wenn man bestimmte Quests anfängt, wenn man irgendwo rein muss. Deswegen, ohne Cheaten kriegen wir das nicht hin. Also, wirklich ohne richtiges Cheaten. So. Das wäre das nächste, was ich gerne machen würde, damit wir den auch endlich haben. Den Quest haben wir von dem Argonia im Rifthorn bekommen. So, und den könnte man auch noch nebenbei machen. Da müssen wir mal gucken, wo das ist. So. Machen einfach mal. So, das eine, das ist hier. Das ist das mit dem Lexikon. So. Und mit den Ethereum-Splittern bin ich mir gerade absolut nicht sicher. Ich glaube, da gibt es sogar einen Marker für. Ja, ich muss mich dran gewöhnen. So, das heißt, wir machen jetzt erstmal Avanchensee. Was? Unseres ist es, euer Hinscheiden zu belächeln. Bis zum nächsten Mal. Leute, wisst ihr was? Ich glaube, wir gehen mal nach Hause. Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Wir ziehen das gemeinsam durch, ja? Sonst hängt der hier morgen noch. Wir nehmen den nochmal mit, bringen den mal in seine Richtung.
Bis zum nächsten Mal. So. Jetzt haben wir ihn nach Hause gebracht. So. Und ich gehe erstmal auslernen. Bis gleich.